Hallo Bärbel. Heute wollen wir ja groß auf Radtour rund um den Tollensesee gehen. Wollen wir hoffen, dass das Wetter hält. Darauf freuen wir uns. So, guten Morgen. 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 Habt ihr schon lange Morgen, Dieter? Gewartet? Aber nicht doch. Morgen. Alle in der Zeit. Morgen, hallo. Ja, dann sind wir Rastlosen wohl alle, die wir auf Radtour gehen wollen, beisammen. Wir wollen mal sehen, dass das Wetter hält und wir heute mal eine große Runde rings um den Tollensesee machen. Wünschen wir uns viel Spaß dabei. So, wir haben uns am Badehaus getroffen. Das ist die Stelle auf der Karte. Und von hier aus geht die Radwanderung über Broda, Belvedere, über den Jahnstein, Gatschegg nach Altrese. Von Altrese nach Siedichum, von Siedichum nach Prillwitz. Von Prillwitz den Bratwanderweg weiter nach Klein-Nemerow, von Klein-Nemerow durch das Nemerower Holz zur Behmshöhe und von dort nach dem Badehaus zurück. Na dann, perfekt. Ja, Max, immer auf dem Weg zur Bogenbrücke denke ich daran, wie wir damals diese Bogenbrücke gebaut haben. Das ist nett, Herr Lüdritz. Dankeschön. Und eine Kohle habe ich auch noch. Genau. Jawohl. Ja. Dankeschön. Herr Lüdritz, setzen Sie sich doch einen Augenblick. Na klar, machen wir. Wir sind ein bisschen neugierig, weil wir heute mit dem Fahrrad um den Tollensesee fahren und kommen hier bei Ihnen an der Seeperle vorbei. Was ist denn Perle an Ihrem Restaurant? Perle ist im Endeffekt die besondere Lage. Man sieht es ja direkt den Tollensesee vor der Haustür und im Endeffekt Strandbad Broda. Liegewiese, Spielplätze und den Strand da unten, der dieses Jahr leider nicht bewacht ist. Und im Sommer kann ich mir das alles fantastisch vorstellen. Kommen denn auch Gäste 12 Monate im Jahr zu Ihnen? Aber gewiss doch, wir haben sehr viele Stammgäste. Zwar jetzt nicht die Jugend als solches, aber sehr viel in dem Alter, so ab 30. Wir nahmen unser Haus. Oben haben wir einen extra Veranstaltungsraum, wo wir Tagungen, Familienfeiern, Geburtstage. Unser ältester Geburtstag war ein 100-Jähriger, den wir gefeiert haben. Also wir nicht, wir haben gearbeitet, aber die Gäste haben gefeiert. Ja, die Resonanz ist gut. Toll. Dann bleibt uns eigentlich nur Ihnen und dem ganzen Team zu wünschen, dass das für viele, viele Jahre so bleibt. Nicht nur die ersten 10, sondern dass das noch für viele, viele Jahre auch in Zukunft so bleibt. Da bedanke ich mich und wir arbeiten dran. Alles Gute. Danke. Also Männer, was haltet ihr davon, wenn wir uns das Amtshaus hier auf dem Klosterberg in Broda angucken und dann zum Belvedere auswandern? Ja, ausgeruht haben wir uns ja nun, ne? Also auf geht's! Auf geht's! Wir kommen jetzt zum ältesten Gebäude Neubrandenburgs, dem Amtshaus Broda. Hier wurden Ringmauern im Kellergewölbe gefunden, die aus dem 12. Jahrhundert stammen. Die Kreuzrippengewölbe aus dem 14. Jahrhundert sind auch erhalten. Der Verein Klosterberg Broda ist bemüht um eine öffentliche Nutzung dieses Gebäudes. So hat die Stadtentwicklung, Gesellschaft und die Fachhochschule Neubrandenburg
Räume zur Verfügung gestellt zur Unterbringung von Gastprofessoren. Nach diesem fantastischen Ausblick lasst uns weiter radeln. Belvedere, ein helles klassizistisches Bauwerk in Form eines altgriechischen Tempels, wurde vom Architekten Buddel, einem Schüler Schinkels, im Jahr 1823 erbaut. Damals wurde es als herzogliches Teehaus genutzt. Heute finden hier Konzerte und Hochzeiten in den Monaten Mai bis September statt. Wir radeln jetzt weiter zum Jahnstein. Und 1804 hat Friedrich Ludwig Jahn mit Jungen aus Neubrandenburg Körpertüchtigung durchgeführt und damit den Grundstein für die Turnerbewegung in Deutschland gelegt. Genau das ist wichtig. Das muss ich aber noch am Stotter drin. Das machen wir. Naja, er erzählt uns das ja auch. Unser nächstes Ziel ist Gatscheck. Tja Leute, nun sind wir wieder mal hier in Gatscheck. Wie oft sind wir damals mit unseren Kindern parat hier gewesen. Was haben wir hier nicht alles erlebt, aber lang, lang ist her. Was hat sich nicht alles verändert, wenn man sich hier umschaut? Vielleicht sollte man mal jemand vom Vorstand fragen, der uns so ein bisschen Auskünfte geben kann. Ja, hier sind ja noch ein paar Feste. Hier ist ja immer ein Sonntagskonzert und dann haben die hier noch ein großes Sommerfest. Vielleicht begeben wir uns da noch einmal her und treffen auch jemanden vom Vorstand an. So wie immer, Klaus, du hast immer die besten Ideen. Altrese, ein Dorf, das aufgrund seiner wechselhaften Geschichte vielen bekannt ist. Es ist slawischen Ursprungs. Reze, das Dorf am Wasser. Anfangs gehörte es dem Prämonstratenserkloster in Broda. Später gehörte es 22 verschiedenen Eigentümern, unter anderem Ferdinand von Malzahn. 1934 wird der Besitz enteignet durch die Nazis. Es sollte hier ein Musterdorf, ein Mustergut entstehen. Das alte Dorf wurde bis auf die Kirche, die Schule und das Pfarrhaus abgerissen. Es entstanden 22 neue Fachwerkhäuser im Stil norddeutscher Bauernhäuser mit Reetdach. Man sieht die Entstehungszeit auf den Türbalken. 1935 erfolgte die Einweihung der Führerschule der Reichsärzteschaft. Das medizinische Personal sollte hier und wurde hier eingeschworen auf die rassische Gesundheitspolitik der Nazis.
Mitte der 50er Jahre nistete sich hier die kasernierte Volkspolizei, später NVA, ein. Und 2006 erfolgte dann die ganz große Wende. 8 Enthusiasten machten aus dem Park und dem vorhandenen Gebäudebestand etwas Besonderes. Es wurde der Tollense Lebenspark geschaffen, so wie wir ihn heute sehen und wie man ihn auch besichtigen kann. Jetzt sag mir doch mal einer, warum heißt das hier Siedigum? Ich bin ja hier in der Ecke noch nicht gewesen. Ja, das ist ganz einfach. Da stand der Gutsherr mit seinem Sohn und hat zu ihm gesagt, sieh dich um, dies wirst du alles einmal erben. Hey, nicht schlecht. Tolle Idee. Ja, lass uns umsehen. Ne? Okay. Wir sind jetzt in Prillwitz, einem Dorf ca. 8 Kilometer südöstlich von Penzlin, direkt an der Lieps. In Prillwitz befinden sich mehrere historische Gebäude und auch Bodendenkmäler. Außerdem gibt es in der Lieps Inseln, die in der Slawenzeit besiedelt waren. Man vermutet hier das legendäre Slawenheiligtum Retra. In einem seit April 2009 rekonstruierten Landschaftspark liegt das Prillwitzer Jagdschloss. Das Schloss wurde nach dem Krieg geplündert und es zogen zunächst Flüchtlinge ein. Später wurde es zum Ferienobjekt umgestaltet und heute ist es ein Hotel mit einem stilvollen Restaurant. Herr Tauscher, es handelt sich hier ja um ein geschichtsträchtiges Haus und ich denke, Sie als Chef des Hauses werden uns sicherlich etwas dazu erzählen können. Also dieses Haus wurde erbaut von Adolf Friedrich V. von Mecklenburg-Strelitz, der das 1888 bis 1890 errichtete. Ich sah den Baumeister Müschen. Und in dieser Folgezeit entwickelte sich halt dieses Jagdschloss als ja, kleines Refugium, wo man am Wochenende war, wo man mit Gästen Haus hielt und so weiter. Und so wurde das in einer guten Nutzung überführt. Wie wurde denn das Haus genutzt, bevor Sie es übernommen haben? Bevor es übernommen haben, war es ab Anfang der 90er Jahre schon als Hotel geführt, als Hotel und Restaurant. Davor gehörte es einem großen Kombinat und diente als Kinderferienlager, könnte man sagen. Auf der Terrasse zu sitzen, auf den See zu blicken und durch diese Anlage zu wandeln, das ist, denke ich, das, was Prillwitz ausmacht und weshalb wir auch viele, viele Besucher haben, die dann hier Station machen. Sie haben aber sicher nicht nur Tagesgäste, sondern auch Gäste, die übernachten. Wie viele Zimmer haben Sie? Wir haben 12 Zimmer, die wir vermieten können und sind sehr froh darüber, dass wir sozusagen auch dieses kleine Haus, das ist ein kleines, feines Haus. Was uns sehr freut, ist auch, dass wir viele Familien haben mittlerweile. Und vielleicht ist auch ein Teil davon, dass wir halt einen großen Spielplatz geplant haben mit einer besonders großen Rutsche, die halt besonders angenommen wird und dann auch genutzt wird. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Und es gibt ja viele Radtouristen, die wir hier haben und dass wir eine Station sind sozusagen nach der Hälfte des Weges, wenn man von Neubrandenburg kommt, hat sich das ein bisschen rauskristallisiert, dass wenn man hier eine gute Tagesstation hat, um dann halt den Rest oder die andere Hälfte auch zu schaffen. Genauso haben wir auch gedacht, weswegen wir auch hier pausieren. Ja, sehr schön. Und haben Sie auch mal so ganz besondere Gäste gehabt, an die Sie sich gerne erinnern? Wir haben viele besondere Gäste, meistens aus der Politik, muss ich sagen, die hier natürlich auch das Haus nutzen für kleine Gesellschaften, Zusammenkünfte, Besprechungen. Das ist immer schwierig, jetzt Namen zu nennen, weil das meistens nicht genannt werden soll, sage ich jetzt mal. Wir haben durchaus da sehr, sehr hohen Besuch mittlerweile schon des Öfteren hier gehabt und der ein oder andere, der zufällig dann hier in Prillwitz weilt, wird sicherlich dann auch das ein oder andere Gesicht wiedererkennen. Auf dem Weg nach Kleinemero könnten wir eigentlich den Kurzmannstein besuchen. Zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz, an der B96 gelegen, befinden sich die Hellberge. Die Höhe überragt das Umland um ca. 35 Meter. Auf den Hellbergen befindet sich der Gotmannstein. Der Gotmannstein kann an zwei kleinen Rundwegen umwandert werden. Er ist benannt nach einem Neustrelitzer Lehrer. Nach unserem Mittagessen haben wir jetzt Kleinemero erreicht
und befinden uns hier auf dem einstigen Gelände der Johanniterkomterei, die Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts gebaut, sich ständig erweitert hat, bis der Verfall kam. Und heute ist die ehemalige Feldscheune als Ruine übrig geblieben. Die steht heute unter Denkmalschutz. Der Aussichtsturm Demshöhe wurde im Jahre 1905 der Öffentlichkeit übergeben. Der 34 Meter hohe Turm steht auf der Demshöhe und erlaubt einen herrlichen Ausblick auf den Tollensesee und die umliegende Landschaft. Auch wenn man 111 Stufen erklimmen muss, um die Aussichtsfläche zu erreichen, der großartige Weitblick belohnt die Mühe allemal. Mein Gott, ist das eine Schinderei hier. Oh, oh. Jetzt müssen wir erstmal Luft holen, wa? Mein lieber Mann. Ach ja. Mein Gott, jetzt reicht's aber, wa? Oh, 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 oh. Trotzdem schöner Reisetag heute, ne? Ja, das Wetter und so. Mensch, Leute, da kommt die Chuchu-Bahn an. Die kommt doch wie gerufen. Na, vielleicht können wir da mitgenommen werden. Wir versuchen es, wa? Hallo! Das passt ja wieder mal. Ja, rund um den Tollensesee seid ihr heute gefahren. Mit, ja. mit den Rädern. Ja. Ganz genau. Toll. Ja. Und schön gewesen unterwegs. Ja. Tolle Erlebnisse. Wir haben schönes Wetter gehabt. Ne? Ja. Und sind alle ziemlich fertig. Ja. Sind ja auch ein paar richtige Berge hier bei uns. Es gibt richtig große Berge. Das glaubt uns immer keiner. Aber die letzte Eiszeit hat dafür gesorgt. Nicht nur sanfte Hügel, sondern hier und da auch einen richtig steilen, großen Berg. Ne? Wenn ich mit Touristen aus Bayern unterwegs bin und ihnen erzähle, dass wir jetzt einen steilen Berg hinauffahren, was denkst du, was die sich wundern, was die feiern? Und ihnen dann noch erzähle, dass wir hier den nächsten Gipfelkreuz haben, wo sie sich eintragen können, ne? Auf der Bemshöhe. Na. Ja, also ihr seid um den Tollensesee geradelt. Wisst ihr überhaupt, dass das der schönste der großen Seen der Mecklenburger Seenplatte ist? Der Tollensesee ist ein Ausnahmesee in der Mecklenburger Seenplatte. Der liegt eben nicht wie die meisten der über 1000 Seen in unserem Land, im flachen Land, sondern er liegt in einem großen Becken. Und damit wird er zu einem Ausnahmesee. Und weil er noch der größte dieser wenigen Ausnahmeseen ist, ist er eigentlich der schönste der großen Seen der Mecklenburger Seenplatte. Also ich würde darauf bestehen, ihn in Zukunft so zu betiteln. Wird voll akzeptiert. Wird voll akzeptiert. Ja. Ihr seid Neubrandenburger, also das wäre natürlich auch jetzt ein Ding, wenn ihr da nicht einverstanden wärt. Ne? Aber wir sollten das in die ganze Welt hinaustragen. Der schönste der großen Seen der Mecklenburger Seenplatte, unser Tollensesee. So, und jetzt, Herr Müller? Ja, steigt ein. Ich nehme euch mit. Selbst eure Fahrräder. Die Fahrräder gehen im letzten Wagen, den funktionieren wir jetzt zum Gepäckträger um. Und ihr verteilt euch mal richtig schön hier auf Wagen 1 und 2, ja? Okay. Okay, na denn. Haltestelle Augustas. Koffer halt und dann geht's weiter. Okay. Ja, dann lass uns doch mal. Das Strandbad Augusta oder das Augustabad, wie es ja bei den Neubrandenburgern bekannt ist. Wie kam es eigentlich dazu, dieses Café so zu benennen? Ja, dieser Name leitet sich aus von dem Strandbad Augustas ab. Also die damaligen Betreiber, Familie Hermann, die das Café 2006 eröffnet haben, am 1.4. Und es war halt eine Ableitung aus dem Strandbad Augustas. Mhm. Und
Wie gesagt, Familie Herrmann hat das am 1.4.2006 eröffnet. Wir, Herr Essmann und Herr Rotzoll, das bin ich, haben das Café am 1.4.2008 übernommen. Haben uns selbstständig gemacht und seitdem ist es ein beliebtes Ausflugsziel. Also allseits bekannte regionale Küche, viel Fisch. Ganzjährig geöffnet, Montag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis Open End, sag ich mal so, solange sich das lohnt. Ne? Ja, und es spricht sich immer mehr rum, also es wird um rechtzeitige Reservierung gebeten, wie gesagt, begrenzte Platzkapazität, im Sommer sowieso. Was noch gut wäre, also wenn die Stadt noch ein bisschen mehr Werbung machen würde insgesamt für Neuranlung, für den See, der einzige Ruhetag ist eben Heiligabend. Das ganze Jahr für unsere Gäste da. Ja, da kann man Ihnen also nur weiterhin ein volles Haus wünschen. Immer freundliche Gäste, ja, zufriedene Gäste. Das ist und unser Ziel. Dass sich das weiter aufspricht. Ja, danke schön. Herr Rotzoll, ich danke Ihnen. Danke, ich danke Ihnen auch. Das Badehaus ist ja ein Objekt mit langer, langer Tradition und die Älteren kennen es ja noch, wenn auch ein bisschen anders. Aber vielleicht könnten Sie uns ein paar Worte zur Historie sagen. Gerne. Also gerade so unsere älteren Bürger dieser Stadt, die kennen dieses Haus eigentlich unter dem Namen Badebenz. Also wenn man früher gesagt hat, Badebenz, wussten alle, ja, wir gehen zum Badehaus. Ja. Aber angefangen hat es eigentlich alles ganz anders. Als so vor der Jahrhundertwende die Neubrandenburger Bürger hier das Baden in diesem Tollensesee entdeckten, da hatten natürlich auch einige Damen dieser Stadt, der wohlhabenderen Gesellschaft, etwas dagegen, dass hier das junge Volk halbnackt im Oberbach badet oder auch im See badet. Und deswegen haben die Honoratioren unserer Stadt sich überlegt, was machen wir? Und die haben einfach gesagt, wir müssen hier eine anständige Badestelle bauen. Und so ging das eigentlich los, sich Gedanken zu machen über das Badehaus. Es wurde dann ein langer Steg in den See gebaut und ganz, ganz vorne auf dem Steg war das Badehaus. Ja, und der Badepächter, der achtete eben, wie gesagt, auf den vernünftigen Ablauf, er kassierte Eintritt. Und irgendwann haben die sich überlegt, man könnte das so ein bisschen mehr machen. Und dann wurde angefangen, ein bisschen Brause zu verkaufen, ein bisschen Bier zu verkaufen. Und so entwickelte sich das Badehaus immer weiter, immer weiter. Ja, so kann ich das sagen. Und dann ging es natürlich weiter. Nach dem Krieg hat die HO das übernommen. Ja, und dann kam die Wende. Dann wurde hin und her gerätselt, wem gehört dieses Haus eigentlich? Gehört es der Stadt? Gehört es der Treuhand? Und so vergingen Jahre, bis man eigentlich überhaupt wusste, wem gehört das Haus. Und letztlich hat sich die Stadt dafür entschlossen, das zu übernehmen und suchte nun einen Pächter. Also Grund und Boden sollte gepachtet werden und alles andere, was drauf entsteht, wird gebaut von dem Investor auf Deutsch gesagt. Und ja, und dann haben wir es gebaut und 2000 ist es eröffnet worden. Im 5. März 2000 und mittlerweile machen wir das schon 11 Jahre. Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben hier fleißige Mitarbeiter und wir haben auch in diesem Jahr ein bisschen was auf die Beine gestellt. Wir sind hier eigentlich ein angenommenes Restaurant, was also von den Gästen der Stadt sehr gut angenommen wird. Sicherlich ist es so, es gibt sicherlich auch andere schöne Restaurants hier in der Stadt und deswegen ist es auch so, dass sich das gut aufteilt irgendwo. Wer mit Lust und Liebe hinter seinem Job steht, hinter seiner Arbeit steht, der wird auch noch irgendwann auch Erfolge ernten. Ja, das Badehaus wird also nach wie vor sehr gut angenommen und dass es so weitergehen möge, dazu wünschen wir Ihnen alles, alles Gute. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, viel Erfolg. Wir bedanken uns. Vielen Dank. Hier sind wir heute früh gestartet und hier beenden wir jetzt unseren Kurs. Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken und wünsche allen einen guten Nachhauseweg.